Hallo zusammen, ich habe hier ein Split-Kühlaggregat für eine Kühlzelle von Rivacold. Das ist ein FSH006G01. Das ist für Wemo, das sieht man auch hier das Modell. FS heißt Split-Version. Und H ist für Temperaturen über 0 Grad. Wir packen das Teil aus. Mit dem Messer geht es besser. Wir haben hier das Kühlelement. 006 reicht etwa für 6 bis 8 Kubikmeter. Und wir sehen hier, das Ding hat noch eine Schutzfolie drauf. Das kommt so oben an die Wand. Hier oben sind die Stecker dran. Wir haben zwei Kabel, a 5 Meter Leitung. Das eine ist für den Ventilator und optional auch für die Heizung bei der M-Version. Die M-Version geht unter 0 und durch das braucht es für die Abtauung eine Heizung hier drin. Dann wird der Ventilator abgestellt im Betrieb und die Heizung heizt das Element. Eis läuft weg. Wir sehen hier unten, wir haben hier den Ablauf und hier geht dann das Kondenswasser weg durch den Ablauf. Und das zweite Kabel ist für die Temperatursonden. Wir haben zwei Temperatursonden hier drin verbaut. Eine im Anzug der Luft, das ist die Raumtemperatur, und eine im Kühlelement drin, dass wir sehen, wann die Abtauung fertig ist und das wieder umgestellt werden kann auf Kühlung. Die H-Version, FSH, hat eine Umluftabtauung, das heißt, nach immer 6 Stunden schaltet die Kühlmaschine aus und mit der warmen Luft im Kühlraum 5 Grad taut das Element ab. Und sobald wir zeitlich durch sind, fängt es wieder an zu kühlen. Wir sehen hier das Kühlaggregat. Das ist das Teil, was ein bisschen Gewicht bringt. So kann das dann an die Wand geschraubt werden. Hier hinten mit der Seite an die Wand. Wir hätten auch hier Haken zum Aufhängen. Das ist dann interessant bei größeren Geräten für die Montage. Wir haben die Betriebsanleitung und wir haben hier diese Abgänge. Hier unten die zwei Stecker, die sind also nicht verwechselbar, passt nur einer von der Heizung und von den Temperatursonden. Und hier oben sind die Abgänge bzw. Abgang von der Kälteleitung. Die ist nicht im Lieferumfang drin und die Rückleitung ist auch seitig, beidseitig mit Ventilen. Hier steht, dass das Aggregat unter Druck ist. Das heißt, wir haben jetzt Stickstoff drin, einfach abgedrückt. In dieser Anlage ist kein Kältemittel drin. Ja, oben sind die einzelnen Kabel. Wir haben hier fürs Licht, also Innenbeleuchtung von diesem Kühlraum, wir haben den Türkontaktschalter, dass das Licht dann automatisch brennt und die Kühlmaschine ausgeht, und natürlich eine Zuleitung. Zuleitung hier jetzt 230 Volt. Die ganze Bedienung sitzt hier unten. Hier gäbe es die Option, dass diese Bedienung extern montiert werden könnte. Aber das ist eine Option, könnt ihr bestellen. Wemo ist der einzige Händler,
oder der einzige Kunde, der direkt Ware kriegt von Rivacold in der Schweiz. Wir sind ein traditioneller Kunde, das heißt, wir arbeiten mit Rivacold seit 30 Jahren zusammen und importieren diese direkt in die Schweiz, montieren die hier im Umkreis um uns rum und vertreiben die auch. Weitere Aggregate verlinke ich euch hier. Das Aggregat verlinke ich euch hier unten mit einem alten Kühlraum. Ich wünsche euch einen schönen Tag.